質も体格差も関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Was geht, Freunde der Updates? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Dragon Ball Legends. Und wir haben heute wieder ein paar spicy News. Bevor wir dazu kommen, erinnere ich nochmal, dass jeden Montag und Dienstag auch auf Twitch ein Livestream stattfindet zu Final Fantasy Stranger of Paradise oder umgekehrt, je nachdem, wie ihr es aussprechen wollt. Danach, am Dienstag und Mittwoch, findet immer die Premiere von Vortag, also quasi der Upload von Twitch, hier auf dem Kanal statt. Könnt ihr auch gerne dabei sein. Ist dann in Anführungszeichen semi-live, das heißt, ihr könnt live chatten. Der Stream ist natürlich schon voraufgenommen, ähnlich wie ihr das bei Dragon Ball Legends schon von dem Dragon Ball Legends Team kennt. Ist auch nur eine Premiere. Außerdem werde ich wahrscheinlich heute trotzdem nochmal live gehen mit Breath of Fire, denke ich mal. Schaut auch gerne nochmal in das Summon-Video zu dem Super Saiyajin 3 vorbei, würde mich freuen. Und wir legen jetzt los mit den News. Als erstes haben wir natürlich das neue Banner. Super Saiyajin 3 Goku liest sich alles sehr gut, auch der Tapion ist nicht schlecht. Zwei Extremes haben wir auch noch da drin. Hier stört mich eigentlich nur, dass der Turles rot ist und der Cooler blau. Ich hätte es mir lieber andersrum gewünscht, weil dann hätte man den Cooler auch noch in Lineage of Evil spielen können. Weil die haben halt keinen vernünftigen roten. Deswegen wäre das ganz nice gewesen. Ansonsten sehen die soweit solide aus. Allerdings finde ich nicht, dass die beiden Charaktere genauso gut sind wie halt die letzten Extremes. Dann gibt es eine Sonderangebotskampagne mal wieder. Ja, ich kann euch wieder nur raten, wenn ihr was kaufen wollt, holt euch die 7,99 Zeitkristalle für 1000. Nein, Quatsch, die 1000 Zeitkristalle für 7,99. Das ist meiner Meinung nach immer was, was okay ist. Mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ansonsten, wie gesagt, allgemeine Tipps. Immer die Bots, immer den hier den Missionspass. Alles andere finde ich persönlich zu teuer. Wir haben außerdem wieder für Legends Limited Missionen, womit wir halt Tickets freischalten können. Diesmal ist auch zum Beispiel der Gohan dabei, das Duo, Gogeta, also schon nutzbare Units. Wie immer eine gute Aktion. Ich würde mir sowas tatsächlich nicht nur zum Anniversary wünschen, sondern vielleicht einmal im Monat, dass man so ein Ticket bekommen kann, irgendwie an einem Sonntag oder was auch immer. Wäre auf jeden Fall eine nice Sache. Schreibt mir dazu mal gern eure Meinung in die Kommentare. Ein neuer Kampf mit voller Kraft. Könnte diesmal etwas leichter werden durch die angepassten Sachen. Ich halte davon immer noch nichts, weil ich das alles zu unkoordiniert und zu unübersichtlich finde vom Kampf her, weil das so von jeder Seite immer Angriff, 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 Angriff kommt. Finde ich persönlich ein bisschen dämlich, aber mittlerweile sollte das etwas angepasst sein. Wir haben natürlich immer noch die Bonuscharaktere hier. An sich für mich sogar schaffbar, weil ich habe zumindest die Alternativcharaktere davon, aber gucken wir mal. Dazu wird es natürlich wieder ein Tutorial von meiner Seite aus geben. Dann ist auch wieder Chance Time da, weil wir das so toll finden. Ja, Glücksspiel. Ja, Chance Time ist auch wieder da. Ich finde das Event halt ziemlich dämlich. Kann mir jeder sagen, was er will. Auch wenn man hier die Möglichkeit hat, keine Ahnung, 10 mal 500 zu gewinnen, ist mir Latte. Ich habe lieber safe 1000 oder 2000 Zeitkristalle, als irgendwie mit einer Wahrscheinlichkeit von 0, irgendwas halt 5000. Ist halt wie Lotto spielen, kann man nicht anders sagen. Dann gibt es wieder eine neue Jubiläumsausrüstung durch das Hoi Poi. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie das hier genau funktioniert. Wird die, also wir können ja sowieso 3 Stück ausrüsten. Ne, eine können wir ausrüsten, ne? Ob die dann zusätzlich zählt oder zählt die alte jetzt gar nicht mehr und jetzt nur noch die zweite, weil hier ist halt Hashtag 2. Keine Ahnung, wenn ihr mehr wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch ein neuer Gegner für den Teamkampf ist da. Warum es jetzt Bu ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es, also eigentlich hätte es Tapion sein müssen, weil Hildegard ist ja in ihm drin. Also der Bu passt jetzt gar nicht, weil es nicht der Dragon Fist Goku war, der ihn besiegt hat. Hier hat sich sonst auch so nichts verändert. Wir kriegen wieder auf den einen beiden Stufen hier Hoi Poi, auf den höchsten wie immer Gold. Wir haben die Ausrüstung hier, die eigentlich nicht wirklich gut ist. Und ja, das ist eigentlich großartig alles, was wir hier sagen können. Auch hier wieder. Bis 7 Sterne kriegen wir hier 3 Hoi Poi Münzen. Wie ich das verstanden hatte, sollte das eigentlich anders sein, aber ist halt so. Und bei 7 plus nochmal irgendwie mehr. Oder ist es jetzt... Nee, doch. Bei 1 Stern rot bis 7 hat man 7 Münzen, sonst halt nur 3. Warum das wieder daran gekoppelt ist, finde ich halt dämlich, weil
Im Prinzip, wenn du den jetzt nicht auf roten Stern hast, kriegst du einfach weniger Hoi-Poi. Das ist ultra beschissen. Naja, kann man nichts machen. Ist halt wie es ist. Typisch Dragon Ball Legends. Auch da gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Auch gibt es wieder eine ultimative Schlacht, wo wir wieder 10% Sparking-Tickets kriegen können. Nach wie vor verstehe ich so nicht den Sinn dieser Ausrüstung, weil... Also höchstens für volle Kraftkampf wäre das interessant, weil man hier dann sozusagen, wenn man die ausrüstet mit 5 Teammates, die halt auch diese Ausrüstung haben, allerdings habe ich die irgendwie nie voll gekriegt, weil die ganzen C-Ausrüstungen habe ich immer automatisch weggeschmissen, weil da muss ich die sonst ansammeln, spam mir meine Dingens voll für eine semi-gute Ausrüstung, weil selbst wenn ich die jetzt überall reinpacken würde, hätten die insgesamt, also 4x5, 20% auf beide Werte. Flash mich jetzt nicht. Wenn ich da irgendwas falsch dran sehen sollte, schreibt's gerne in die Kommentare. Legends Road Gohan ist auch zurück und ich find's immer noch lustig, dass die damals geschrieben haben, farmt ihn euch ab für einen zukünftigen Zenkai und dieser Zenkai wurde dann mal irgendwann vor einem Jahr oder so gesagt, farmt ihn euch ab für einen zukünftigen Zenkai oder für eine Zenkai-Erweckung und die Zenkai-Erweckung ist einfach nie gekommen. Leider ist dieser Charakter absolut nutzlos, solange er keinen Zenkai bekommt. Schade. Diese Info fasse ich mal zusammen. Abenteuer wurden zurückgesetzt, Turnier der Kraft wurde zurückgesetzt, soweit keine großen Änderungen, deswegen auch keine großartige Erwähnung. Der Rush wurde resettet und es wurde eine neue Ausrüstung hinzugefügt, also eine erweckte. Und das war ja immer was ich kritisiert hatte. Diese Ausrüstung war nämlich ziemlich gut, auch für den alten Super Saiyan 3. Ich wurde jetzt, also die Ausrüstung, die man dafür braucht, in dem Fall, wo ist er? Die hier wurde dann jetzt in den Ausrüstungstauschbörsen hinzugefügt und die neue sagt dann halt Super Saiyan 3 grün, was auch selten dämlich ist, weil dann kann die wirklich nur zwei Charaktere tragen. Oder gibt es noch einen Super Saiyan 3 grün, den ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Gibt halt in dem Fall 23% Schlagverteidigung, was sehr gut ist, 20% Ki-Erholung und entweder Fernangriff für den alten LF oder Schlagangriff für den neuen LF. Ja, kann man sich auf jeden Fall zweimal abfarmen für die beiden, weil das war vorher auch die Ausrüstung für den Super Saiyajin 3, die immer empfohlen wurde. Die gab es aber nirgendwo zu farmen, weil die mal irgendwann im Event drin war. Das ist ja das, was ich wie gesagt kritisiert habe. Deswegen ist jetzt abfarmbar, finde ich, was das angeht, schon mal sehr gut. Ebenfalls wieder zusammengefasst, Zenkai-Erweckung, Super Saiyajin, also Movie Super Saiyajin Gohan und Otherworld Goku sind jetzt wieder mit 20er Beschwörung bekommbar. Ich für meinen Teil gehe halt nur in den Gohan, weil ich den Goku natürlich damals abgefarmt habe. Ist auch meiner Meinung nach, wenn man Movie Saga Son von mir spielen will, so die einzige Möglichkeit, weil ich sage jetzt mal, wenn man den Ultra Instinct auf den Anführerplatz packen würde, damit er halt auch alle Buffs kriegt, den Revive Gohan mindestens auf 6 oder 7 Sterne hat und dann halt den grünen Goku spielt und den Otherworld Goku, müsste eigentlich, oder der einzig passende blaue, der schlagangriffsorientiert ist, ist dann halt wirklich der hier. Ich würde vielleicht nochmal einen Zenkai, also in dem Fall Broly wahrscheinlich, auf den Gohan machen, damit der auch, also der lilane Gohan, damit der auch spielbar ist. Ansonsten könnte man den Gohan auch auf den Anführerplatz packen und eventuell den, wenn man den hoch hat, den blauen Revive Goku nehmen. Dann hätte man Doppel-Revive. Ja. Oder man packt den Revive Freezer auf den Anführerplatz und nimmt dann halt als roten irgendwie Bojack oder irgendwas anderes Movie Saga Son Familie mäßiges, weil der Ultra Instinct bufft leider nur Turnier der Kraft und Saiyan. Das passt dann nicht so 100% mit den Gohan. Auch da könnt ihr mir mal gerne eure Meinung zu dem Team in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, wie ihr das findet. Und das war's im Prinzip auch schon mit Update in News. Viel kam sonst nicht. Wir haben hier oben noch eine Liste für das 4. Anniversary, da hat sich aber glaube ich nicht großartig viel verändert. Alles, was ich hier so gerade gesagt habe, habe ich glaube ich schon aufgezählt. Es gibt natürlich noch die Summon-Kampagne, die beginnt am 28.01. Kriegen wir halt 10 Tage lang 40 Tickets. Nochmal hier Legends Limited Ticket. Und dann gibt es wohl offenbar auch wieder die Beutel. Die habe ich jetzt aber noch nicht in der Börse gesehen. Oder die gibt's sie gar nicht mehr? Doch, startet auch am 28. Auch hier könnt ihr wieder Legends Limited Tickets bekommen. An sich fand ich das so gar nicht so übel. Man kann die viermal kaufen, kosten glaube ich 11,99. 20 Radierer drin, der Rest ist eigentlich eher unnötig. Die Medaillen hier sind nicht schlecht.
Aber durch den LF, durch das LF-Ticket habe ich, glaube ich, den Vegetto damals etwas höher gekriegt und den Trunks. Also muss man selber für sich wissen, weil da sind halt auch viele LF drin, die halt eher schlecht sind, sag ich mal. Deswegen solltet ihr darauf achten, nicht unbedingt die zu nehmen. Auch hier können wir wieder die viertes Jubiläumsmedaillen gegen den Zeckkraft-Multiplikator eintauschen. Werde ich auch, glaube ich, machen, weil ich den LF Gohan gerne etwas höher bringen würde. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Seid gern auch bei den Livestreams dabei. Sonntag gibt's natürlich wieder Killing Bytes Sunday Live. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hat Spaß gemacht mit dir, auch wenn unsere Zeit ziemlich kurz war. Denn jeder, der